scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Impulsgeber, der steht für die 3 Gs. Impulse für die 3 Gs. Das sind die Gesundheit, das Geld und das Glück. Und viele Menschen haben sein Leben begleitet. Und heute begleitet er Menschen, die bereit sind, die endlich bereit sind, ja, für ein erfolgreiches, für ein glückliches und vor allen Dingen für ein gesundes Leben. Und dieser Mensch ist nicht nur der Impulsgeber, sondern er ist auch der Initiator. Der Initiator, der das Ganze hier mal ins Rollen gebracht hat, von den Impulse Tag X. Und bitte begrüßt mit mir jetzt heute Abend den Impulsgeber und Initiator Ovidio Breton. Und deine Bühne gehört jetzt dir. Ein Riesenapplaus für dich. Danke, danke, danke. Ja, herzlichen Dank, Martina. Das war aber eine schöne Einleitung für mich. Also das letzte Mal ging es bei uns um Zufälle. Und wie der Zufall es will, als ich mich jetzt mit dem Thema Sicherheit beschäftigt habe, kam jemand zu mir und hat mir dann genau diese 3 Sätze vorgelegt. Gefahren sind real. Angst ist freiwillig. Sorgen sind unnötig. Wisst ihr, das ist so, dass es in unserem Leben Situationen gibt. Jetzt komme ich mit meiner Technik nicht klar, aber es kann nur sich um Sekunden handeln. Ich habe hier die Verbindung verloren. Eine Sekunde. Mein Rechner hat sich aufgehangen. Ja, das ist immer hier live, gell? So ist das halt, wenn aber wir live sind. Aber das muss mal sein. Und das Thema ist ja Sicherheit, die dir zusteht. Und das genau. Die Sicherheit in der Technik. Also wir Frauen sind ja sowieso oftmals verloren hier und deswegen gibt es so wenig Frauen auch auf der Bühne oder bei solchen Kongressen, weil die Menschen, die Männer sicherer sind mit der Technik und wir Frauen erstmal schauen dürfen, wie kommen wir damit zurecht. Und da haben die letzten Jahre uns doch ein bisschen unterstützt, dass mittlerweile fast jeder hier mit so einem virtuellen Online-Zoom-Raum zurechtkommt. Und ihr habt vielleicht hier auch so eine Reaktionstaste schon gefunden. Und da gibt es so eine Chat-Taste, da könnt ihr später auch eure Fragen reinstellen, ne? Ah, iPhone bin ich, liebe Martina. Ah, jetzt die Elke ist iPhone, siehst du, guck mal, da können wir das auch mal. Und dann gibt es hier Reaktionen und da können wir ja jetzt dem lieben Ovidio so ein Herzchen geben. Genau, wunderbar. Jetzt geht's wieder. Und jetzt hat er das alles und wir haben es schon überbrückt. Genau, danke dir, danke dir. Wisst ihr, es gibt im Grunde Situationen in unserem Leben, das wisst ihr aber auch, indem wir oft das Gefühl haben, dass wir nicht mehr weiterkommen und wir Hilfe von außen benötigen. Und in solchen Fällen ist es jedoch sehr wichtig zu wissen, wenn um Unterstützung bieten kannst, wenn du das machen kannst und wie schnell du da den Kontakt aufnehmen kannst. Wisst ihr, das können beispielsweise Freunde, Familienmitglieder sein, aber auch professionelle Organisationen. Neben diesen praktischen Maßnahmen sollen wir uns jedoch auch bewusst machen, dass unsere Einstellung eine ganz große Rolle spielt. Denn wenn wir ständig ängstlich sind und uns permanent Sorgen machen, beeinträchtigt das nicht nur unser Wohlbefinden, sondern das macht uns auch anfälliger für Gefahrensituationen. Daher ist es wichtig, sich selbst immer wieder daran zu erinnern. Wir haben die Kontrolle über unsere Sicherheit. Indem wir proaktiv handeln und sowohl physisch als auch emotional vorsichtig agieren wie in einem Notfall, agieren wir dann richtig. Für euch habe ich 3 wichtige Schritte,
zur Sicherheit herausgepickt. Wieso gerade drei? Weil du sie leichter behältst. Ich will sie dir immer in Erinnerung rufen. Und wenn du jetzt, oder du sollst die dir später auch in Erinnerung rufen. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass du dir Notizen machst. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen Impulsgeber oder Impulsgeberin, die heute bestimmt auch einen Tipp für dich haben. Das erste oder der erste Tipp von mir ist Glauben. Es gibt immer wieder Momente, in denen Zweifel an uns nagen. Momente, in denen wir uns fragen, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind. Aber jedes Mal, wenn diese Zweifel aufkommen, erinnere dich bitte daran, dass an dich, dass du an dir glaubst und an deine Fähigkeiten glaubst. Tust du es? Manchmal ja, manchmal nein. Pflege träglich deinen unerschütterlichen Glauben daran, dass du deine Ziele erreichen wirst. Wisst ihr, wir sollen alle jedes Mal mit voller Überzeugung und Entschlossenheit unseren Weg gehen. Zweifel oder Ängste werden uns dabei nur bremsen. Glaube kann Berge versetzen, heißt es. Davon haben wir auch schon mal was gehört. Aber sind Sie sicher, dass Sie alle es schaffen? Wenn Sie sicher sind, dann werden Sie auch erfolgreich. Der Glaube an uns selbst ist nämlich der Schlüssel zum Erfolg. Der nächste Punkt ist Hoffnung. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben gelernt, dass Hoffnung eine unglaubliche Kraft hat, die mir immer geholfen hat, mich sicherer zu fühlen. Hoffnung ist nicht nur ein Gefühl für mich, sondern auch eine Motivation. Die Hoffnung, die hilft mir, meine Ziele zu erreichen und mich selbst zu verwirklichen. Wenn ich mich auf das Positive konzentriere und mir vorstelle, was ich alles erreichen könnte, das gibt mir den notwendigen Antrieb, um es auch zu versuchen. Wisst ihr, Hoffnung kann für uns alle auch eine Perspektive schaffen, die uns hilft, uns mit anderen zu verbinden. Die Kraft der Hoffnung kann uns helfen, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu stärken. Und nicht zuletzt kann Hoffnung uns vor negativen Gedanken und Ängsten schützen. Wenn wir uns auf das Gute konzentrieren und uns vorstellen, was wir erreichen können, können wir uns von unseren Ängsten befreien und uns dabei sicherer fühlen. Das ist die Sicherheit. Insgesamt kann ich sagen, dass das Geschenk der Hoffnung uns helfen kann. Was? Sicherheit in unserem Leben zu finden. Aus der Hoffnung schöpfen Sie die Kraft, weiterzumachen und auch Ihre Träume zu verfolgen. Was gibt es denn Schöneres als den Traum, auch wenn der Traum in Erfüllung geht? Wisst ihr, möglicherweise ist das das Einzige. Aber nein, ich habe den dritten Schritt für euch. Und der dritte Schritt heißt Liebe. Sehnsucht, Glück, Verliebtheit, Leidenschaft, Geborgenheit. Hoffnung hatten wir gerade gehabt, Zufriedenheit. Das sind nur einige der vielen Aspekte, die uns alles andere vergessen lassen. Das kennen wir immer, auch aus der Partnerschaft. Deswegen heißt es, Liebe macht blind. Und das ist gut. Denn ab jetzt ist alles, was wir tun, voller Vertrauen auf unsere Intuition. Also lassen wir uns öfter in die Welt der Sehnsucht, des Glücks und der Leidenschaft eintauchen. Ihr wisst dann intuitiv am besten, was euch antreibt. Wisst ihr, genau das
löst diese Gefühle aus. Daraus entsteht das Verlangen nach Nähe, nach Verbundenheit, nach Partnerschaft, nach das, was ihr euch wünscht. Verlangen nach Gesundheit und Geld. Und damit, wie Martina schon vorher erzählt hatte, das ist meine Stärke, nach Glück. Unsere Liebe, unsere Selbstliebe führt uns dann blind zum Glück. Und sie sind sich jetzt vollkommen bewusst. Gefahren sind real. Angst ist freiwillig. Und Sorgen sind unnötig. Vielen Dank, Ovidio Bretan. Fit, gesund, mobil.